Ja, hoi, ihr Leute von heute. Willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Pokémon Omega Rubin. Aber nicht in der Nuzlocke-Challenge, denn das macht einfach jeder andere. Und deswegen halte ich mich dem fern und mache einfach das Originalspiel. Vor allem ist da die Gefahr nicht groß, dass ich es abbrechen muss. Pokémon Omega Rubin ist das einzige Spiel, was ich zugeben muss, nicht ganz durchzuhaben. Ja, ich weiß, es ist zwar ein bisschen asozial von mir, das Spiel nicht durchzuhaben, weil es ist einfach cool, aber ich hab's einfach nicht durch. Es tut mir leid an der Stelle. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel und gucken, was uns hier erwartet. Also ich kenne das bis zum vierten Orden, danach ist Ende und Rubin offiziell das Richtige kann ich auch nicht besser. Ja, das ist wunderbare Einleitungsworte. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Biak. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das nennen wir ein Pokémon. Ja, dachtet ihr wirklich, wir spielen das auf ein Game Boy Advance? Ihr Narren! Auf dieser Welt leben viele dieser Wesen, die wir Pokémon nennen. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde, die zusammen spielen und einander helfen oder sich in Stücke zerfetzen, das auch. Manchmal schließen wir uns auch mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen Gleichgesinnte aus. Doch obwohl wir ihnen so nahe stehen, wissen wir nicht alles über Pokémon. Pokémon bergen noch viele, viele Geheimnisse. Diese Geheimnisse versuche ich mit meiner Forschung zu lüften. So viel zu mir. Und einem Staralili. Staralili? Nein. Oder? Nein, Staralili war vierte Generation. Schwalbini, haha. So, ewig kein Pokémon mehr gespielt, Leute. Und? Wer bist du? Du hast da oben eine Facecam oder Webcam oder was auch immer das ist. Kannst du mich nicht erkennen? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Allein der Traditionswillen werde ich wieder das Mädchen wählen. Wie auch in den ganzen anderen Pokémon-Projekten, die ich gespielt habe. Verrätst du mir auch deinen Namen? Wir sind Masa natürlich, das ist ja klar. Wir müssen ja immer unseren Let's Play Speicherstand erkennen, obwohl es nur einen Speicherstand gibt. Ha! Wow, das ist so genial. Masa. Bitteschön. Du heißt also Masa? Ja. Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Hätte ich jetzt Nein gesagt, dann würdest du sagen, wie heißt du denn? Und dann würdest du sagen, ach ja, ich erinnere mich. Schämst du dich nicht, einfach so kleine Kinder zu betrügen? Du bist die Masa, die in meinen Heimatort Wurzelheim ziehen wird. Ich bin aber gerade erst umgezogen. Also gut, bist du bereit? Dein Abenteuer kann nun beginnen. Hab Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaften warten. Wir werden uns bald wiedersehen. Komm doch einfach zu meinem Labor, blabliblub. Ich kann das nicht lesen, weil es zu schnell weg ist. Ewig weißer Bildschirm. Was? Ich will doch rausgehen. Was ist das für ein Sound, wenn ich gehe? Das ist ein komischer Sound. Breitbeinig steht sie nur im Wurzelheim. Oh mein Gott, ein Torpedo! über dem Meer ein Torpedo natürlich. Verdammt, wie ist der LKW hier reingekommen? Masa, da bist du ja, Schatz. Ach, die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Ja, ich brauche erstmal ein paar Pause, Leute. Wir beenden das Projekt einfach hier. So, wir warten jetzt einfach wieder 2 Monate, bis es weitergeht. So machen wir das. Aber jetzt bist du ja eigentlich da. Willkommen in Wurzelheim, unserem neuen Zuhause. Na, wie gefällt es dir? Ich finde dieses Dorf richtig idyllisch. Hier kann man bestimmt wunderbar leben. Findest du nicht auch? Und du bekommst natürlich dein eigenes Zimmer, Masa. Also komm, lass uns hineingehen. Yay, ich krieg mein eigenes Zimmer. Das habe ich mit 10, glaube ich, auch wirklich bekommen. Na, was sagst du, Masa? Drin ist es auch ganz gemütlich, oder? Die Pokémon der Umzugsfirma übernehmen für uns das Einräumen und das Saubermachen. Das ist sowas von praktisch und keine Ausbeutung. Macho. Du bist kein Macho Mai. Macho Mai, Macho Mai.
Du bist ein Maschok. Was soll das? Vielen Dank. Für alles. Gute Arbeit. Mai, mai, mai. Ich bin dabei. Pass bloß auf. Schau dir doch mal dein Zimmer oben im ersten Stock an. Fati hat dir als kleines Umzugsgeschenk eine neue Uhr gekauft. Stell sie bitte richtig ein, Masa. Warum muss ich immer die Treppen hochgehen? Bist du zu faul oder was? Das ist aber nicht so nett. Meine Uhr in Pink. Yes, die Uhr ist stehen geblieben. Du ziehst sie neu auf und stellst sie wieder richtig ein. Ja, bist du denn sicher, dass die Uhr richtig läuft? Die Wahrheit, es ist 12.20 Uhr jetzt gerade. Was zeigt die Uhr jetzt gleich an? Ich stelle mal die Essen hier um, deswegen weiß ich es gerade nicht. 2 Stunden daneben? Verdammt, ich hab den 3DS-Server zurückgestellt, ne? Ich bin ein Genie. Okay, die Uhr ist jetzt auf 10.18 Uhr eingestellt. Was passiert hier? Was war das? Ich hab keine Ahnung. Masa, wie gefällt dir dein neues Zimmer? Wie ich sehe, ist alles wunderbar aufgeräumt. Sehr schön. Unten ist noch schon alles komplett eingerichtet. Pokémon-Umzugshelfer sind wirklich Ausbeutung. Ach ja, schau mal nach, ob auch auf deinem Schreibtisch nichts fehlt. Oh mein Gott. Hat die olle Bitch mein Tagebuch gelesen? Masa blättert durch das Notizbuch getarnt als Tagebuch. Nee, durch das Tagebuch getarnt als Notizbuch. Tipp Nummer 1 für Abenteurer. Immer frisches Öl verwenden. Tipp Nummer 2. Soweit kann ich nicht lesen. Oh, ich habe eine Wii U. Das Gamepad hat einen eigenen Bildschirm. Ja, ist es denn? Ja, die Technik von heute. Oh, da bist du ja, Masa. Schnell, komm schnell her. Hm? Da, siehst du? Das ist die Arena von Blütenburg City. Ich glaube, Fati ist gleich im Fernsehen. Und das war unsere Reportage über die Arena von Blütenburg City. Es folgt eine Ankündigung zur Astronomie-Show, der alle Welt bereits ungeduldig entgegenfiebert. Oh, schon vorbei? Wenn Fati wirklich im Fernsehen war, dann haben wir ihn leider verpasst. Schade. Ach ja, bevor ich es vergesse. In dieser Stadt wohnt einer von Fatis Freunden. Professor Biak ist sein Name. Er wohnt gleich nebenan. Schau doch mal bei ihm vorbei und sag Hallo. Okay. Oh, Mama hat auch ein Tagebuch getarnt als Notizzettel. Leute, das ist aber kein Notizzettel. Dann gehen wir mal nach draußen. Oh, ist das schön. Oh, hier bleibe ich. Wohin kann ich? Warte. Ja, doch, ich kann in mehrere Richtungen gehen. Also als die 8 so schräg und so. Und wir können laufen, ohne dass wir Turbotreter tragen müssen. Also sehr realistisch das Spiel. Und wir gehen zum Professor. Aber da ist ja niemand da. Ach, wie schade ist das denn? Und er hat auch ein Tagebuch. Ach, wie soll ihr Notizbuch als Tagebuch tarnen? Umgekehrt. Tschö. Na, ich gehe ganz gemütlich. Ist eine schöne Stadt. Tralilulila. Na, kleiner Knirps? Oh, guck mal, ich bück mich sogar für... Ich gehe runter für die... Nee, warte. Verdammt, das klingt alles falsch. Ich schaue ihn in die Augen. So. Wenn du das hohe Gras am Seitenrand der Pfade gehst, triffst du auf wilde Pokémon. Okay. Was? Solange du kein Pokémon hast, ist es da hinten zu gefährlich für dich. Und du musst hier Wache stehen natürlich. Weil du ja auch einen Grudon aufhalten kannst, ne, kleiner Mann? Ja? Kannst du das? Supi. Ich bin sehr stolz auf dich. Hi. Hm? Oh, hallo. Wer bist du denn? Ah, du bist Masa, unsere neue Nachbarin. Freut mich sehr. Wir haben einen Sohn in deinem Alter. Er freut sich schon darauf, dich kennenzulernen. Ich glaube, er ist oben in seinem Zimmer. Ich hoffe, ihr werdet gute Freunde. Oh, dann gehe ich mal meinen neuen Stecher begrüßen, ne? Oh, er hat auch ein Tagebuch. So stehe ich immer auch vor meinem Tagebuch. Oh, da eine Schatzkiste auf seinem Schreibtisch. Warum habe ich keine Schatzkiste auf meinem Schreibtisch? Hatte ich eine Schatzkiste auf meinem Schreibtisch? Ich habe nicht drauf geachtet. Quietschfidel. Items verstaut. Achso, das ist so eine Auflistung.
Items verstaut. Fehlt noch... was fehlt denn jetzt noch? Ein Rivale fehlt hier noch. Hey, wer bist du denn? Mal überlegen. Du heißt Maser? Ah, jetzt weiß ich's. Ihr seid gerade niemand eingezogen, stimmt's? In dieser Stadt ist es immer so allein, weil wir hier alleine wohnen. Aber jetzt habe ich wieder eine neue Rivalin, die ich verprügeln kann und dann haut sie wieder ab und dann kommt wieder jemand Neues. Ach, ist das schön, diese Welt, wie sie sich immer am Laufenden hält. Ha, ich wusste nicht, dass du ein Mädchen bist. Und dann werde ich mal ein bisschen zurückgehen, ne? Mein Vater, Professor Birk, hat mir erzählt, dass nebenan das Kind eines Arenaleiters anzieht. Irgendwie habe ich automatisch gedacht, du wärst ein Junge. Ist das diskriminierend jetzt gerade? Ich glaube schon, ne? Hi. Ich heiße übrigens Brix. Freut mich, dich kennenzulernen, Nachbarin. Aber Moment mal, hast du etwa kein einziges Pokémon, Maser? Ha. Hey, wie wär's? Soll ich eins für dich fangen? Aber nein, Mensch! Fast hätte ich's vergessen. Ich hatte meinem Vater versprochen, ein paar wilde Pokémon für ihn zu fangen. Ein anderes Mal, okay? Danke, dass du mich hier allein in deinem Zimmer lässt. Du hast aber ein schönes Zimmer. Vor allem, er hat hier einfach mal das Bett. Ich setze mich einfach auf sein Bett. Ja. Das ist ein schönes Bett. Der Fernseher, hier ist so eine Fernsehecke mit einem ganzen Teppich. Es spielt wohl viel wie Dancing, ne? Gibt es sowas überhaupt? Es gibt doch dieses... Gibt es sowas? Ich habe keine Ahnung. Dann gehen wir mal zum Professor. Tralilalila. Voll, wie ich einfach durch die Tür hechte. Na, wo ist der alte Sack denn? Du willst zu Professor Birk? Der ist leider nicht da. Er arbeitet gerade an einer Feldstudie. Weißt du, was eine Feldstudie ist? Da stöchert man mit Stöcken in den Boden und wenn man in die Mine kommt, dann ist die Studie zu Ende. Ach, ja. Das ist, wenn man ein bestimmtes Phänomen in der Natur, also nicht in einem Labor, erforscht, habe ich doch gesagt. Der Professor hat nicht viel für Schreibtischarbeit übrig. Für ihn ist praktische Erfahrung mehr wert als Theorie. Deshalb zieht es ihn immer wieder nach draußen. Ich nehme an, er forscht wie gewöhnlich auf Route 101. Direkt hinter der Stadt, denn weiter kommt er nie ohne seine Pokémon. Wie mein Tisch quietscht, Alter. Gut, dann gehen wir mal den alten Sack retten, denn wir wissen ja, was passiert. Na, Kleiner? Hast du etwa das Grudon da hinten aufgehalten? Ich kann da hinten jemand schreien hören. Ja, mein Kleiner, du bist ja hier, um mich zu beschützen, ne? Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Hier musst du... Ja, okay, gehe ich einfach mal hier hin. Hilfe! Oh mein Gott, es ist ein... Ja, es ist fast ein Magnein, es ist eher ein... Vivien. Hilfe, du da drüben, bitte hilf mir! Schau in meinen Beutel, da drin findest du ein paar Pokébälle! Nö. Ganz leise weggehen. Der darf das nicht bemerken. Wenn ich mich dann nicht einmische, dann wird mir auch nichts passieren. Ich wollte gerade sagen. Was? Doch? Na, stopp. Halt. Muss ich jetzt hier bleiben? Ah, guck ich mal, was er da so hat. Oh, er hat natürlich die drei Höhlenstarter. Wähle ein Pokémon. Achso, ich muss draufdrücken, ne? Wir nehmen Hydropi. Ja, wir nehmen Hydropi. Warum nehmen wir Hydropi? Weil ich erst Gekkabor nehmen wollte. Deswegen. Ein wildes Fifien erscheint nicht, es ist schon da, aber wir sagen einfach mal, es erscheint. Oh nein, es ist Level 3. Wir setzen. Wir haben schon Aquaknarre. Ist das damals normal gewesen? Das kommt mir gerade ein bisschen seltsam vor. Egal, setzen wir direkt ein. Kann ja sein, dass das ein bisschen modifiziert wurde. Oh nein, ein Tackle von Fifien. 3 KP Schaden und wir sind nicht verwirrt oder sonstiges. Warum hat eigentlich nicht selber seine Pokémon eingesetzt? Ach ja, so könnten wir ja kein Abenteuer starten. Ha! Hydropi erhält 24 Erfahrungspunkte. Puh. Ich habe im hohen Gras Pokémon beobachtet, als ich plötzlich von einem angesprungen wurde. Du hast mich gerettet, vielen Dank. Hm? Oh, aber warte mal. Bist du nicht Norms Tochter, Maser? Weder heißt mein Vater Norm, noch hat er eine Tochter. Aber gut, hehe, also mein echter. Mein Fake-Vater hat wohl
eine Tochter und heißt Norm. Ist das vielleicht sowas wie RTL, wo sie Kinder einfach nehmen und dann verschiedene Eltern einfach dazu tun, damit so eine komische Familie entsteht und damit wir einen Fall haben? Oh, Gerüchteküche brodelt, Leute. Ich habe dich erst gar nicht erkannt. Du bist ganz schön groß geworden. Aber das hier ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch bitte in mein Pokémon-Labor. Willst du nicht deine Tasche mitnehmen? Na, eben nicht. Na schön, Masa. Dein Vater hält mich immer über dich auf den Laufenden. Deshalb weiß ich zum Beispiel auch, dass du noch kein eigenes Pokémon hast. Aber dafür hast du dich im Kampf echt gut geschlagen. Tja, in deinen Adern fließt eben das Blut nicht deines Fake-Vaters. Genau, deines Fake-Vaters. Ich hab's. Als Dank, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du eben eingesetzt hast. Oh mein Gott, wir haben einen Hydropie bekommen. Willst du Hydropie einen Spitznamen geben? Ja. Schön, welcher Spitzname soll es denn sein? Nun ja, da ich gestern mit jemandem geskypt habe, den ihr vielleicht ganz gut kennt, und er unbedingt ein Hydropie sein wollte, was übrigens der richtige Grund ist, warum ich jetzt ein Hydropie habe, nennen wir Hydropie einfach Hydropie. Okay. Oh, nein, ich will nicht ganz groß schreiben. Hydropie K. Das ist übrigens eine Anlehnung an TK, wer es nicht rausfindet. Yay, TK ist im Let's Play erwähnt. Jetzt muss er mich auch in seinen Let's Plays erwähnen. Yes! So ist der Let's Player-Kodex, der nicht existiert, den ich mir ausgedacht habe, aber trotzdem, so ist es halt. Wenn du dich erst einmal mit Pokémon beschäftigt und Erfahrungen sammelst, wirst du bestimmt ein legendär unglaublich guter Trainer. Mein Sohn Brix stellt gerade auf Route 103 Nachforschungen zu verschiedenen Pokémon an. Hast du nicht Lust hinzugehen und zu schauen, wie es bei ihm läuft? Nö. Ach, sei doch nicht so. Du sollst dich wirklich mit meinem Sohn treffen. Nein! Ach, sei doch nicht so. Ich habe dich zwar schon mal gefragt, aber du sollst dich mit meinem Sohn treffen. Nein. Ach, sei doch nicht so. Ich habe dich schon mal gefragt, aber du sollst dich mit meinem Sohn treffen. Nein. Ach, sei doch nicht so. Du sollst dich mit meinem Sohn treffen. Nein. Ach, sei doch nicht so. Du sollst dich mit meinem Sohn treffen. Nein. Okay, haben wir lang genug gemacht. Gut, großartig. Du hast zwar siebenmal Nein gesagt, aber jetzt das Ja. Das ist die endgültige Antwort. Das ist wie bei Schlag den Star und Schlag den Raab, ja? Der zählt auch die siebte Antwort erst. Großartig. Brix wird sich auch sehr freuen. Nein, bitte nicht. Von ihm kannst du lernen, was es bedeutet, ein Trainer zu sein. Ach ja. Wenn du dich verlaufen solltest, dann wirf einen Blick ins Kartennavi deines Pokémon-Multinavis. Was für ein schöner Name. Dort kannst du deinen aktuellen Aufenthaltsort überprüfen und nachsehen, wo Route 103 ist, auf der sich Brix gerade befindet. Falls sich der Pokémon unterwegs verletzt, nimm es mit zu dir nach Hause und gönne ihm etwas Ruhe. Okay. Tschö. Ha, endlich raus aus diesem Labor. Stinkt auch da drin, ne? Immer diese Chemikalien-Pokémon. Vor allem, wir können schleichen, das finde ich cool. Gut, ich würde sagen... Hey, Mama darf nicht mitkriegen, dass wir nach Hause gekommen sind. Rums! Was? Nein! Ja, sie hat uns gesehen. Verdammte Bitch. Ich meine, ja. Gut, das war's erstmal mit der ersten Episode, dem ersten Part von Pokémon Omega Rubin. Ich hoffe, euch gefällt das Interface, was ich so ein bisschen zusammengewürfelt habe. Unten die Leiste, ich wollte irgendwo noch die Orden hinbauen, aber das ging leider nicht so ganz. Ansonsten, ja. Ich mag's auf jeden Fall. Ich bedanke mich für alle, die reingeschaltet haben. Ihr habt reingeschaltet, ne? Das habt ihr getan. Das habt ihr gut getan. danke, dass ihr reingeschaltet habt. Und in der nächsten Episode werden wir mal Brix besuchen gehen oder ihn auf Route 103 suchen. Je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Bewertet den Part, einen schönen Tag noch und Masa la Vista, Baby.